Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit, ich begrüße euch mal wieder zu einigen Top-News am Montag, weil ich morgen unterwegs bin in sommerlicher Hitze und ihr seht, es macht sich doch gleich bemerkbar, man bekommt ein bisschen Farbe. Was habe ich heute für euch? Homöopathie steht möglicherweise vor dem Aus oder was ist da im Gange? Ein Sonnensturm, was könnte da passieren, wenn es nochmal richtig zuschlägt? Und dann habe ich noch eine spannende Silberaktie für euch. Ich fange aber an, wie meistens, mit Schilda. 70% der Unternehmen von Stromausfällen betroffen. Wie gesagt, wir sprechen ja nicht von Südamerika, sondern von Deutschland. Kurzzeitige Stromausfälle haben im vergangenen Jahr einer Umfrage zufolge gehäuft zu Produktionsausfällen und Maschinenschäden bei deutschen Unternehmen geführt. Das zeigt eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer unter 1000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen. Das Ergebnis der Umfrage liegt Welt am Sonntag exklusiv vor. Demnach gaben 28% der antwortenden Unternehmen an, von Stromausfällen betroffen gewesen zu sein, die länger als 3 Minuten dauerten. 42% bestätigten Stromausfälle unter einer Dauer von 3 Minuten. Die Probleme erstrecken sich über alle Spannungsebenen und führen zwangsläufig zu wirtschaftlichen Schäden, heißt es im Ergebnis der DIHK-Umfrage. Und wer mal gucken will, wie das weitergeht bei solchen Stromausfällen, der kann einen Blick nach Südafrika werfen, wo das Problem ganz massiv auftritt und immer schlimmer wird. Zur EU nach Brüssel, die wieder etwas ausbaldowert hat, was der deutschen Wirtschaft schaden wird. Brennende Wälder, bösartige Viren, hunderttausende Menschen sterben den Hitzetod. Der Klimawandel habe das Potenzial, Europa auseinanderzureißen. In altbekannt dystopischer Manier erschien kürzlich dieses Fazit im Klimabericht der Europäischen Umweltagentur. Das Klima müsse so schnell wie möglich gerettet werden. CO2-Neutralität bis 2050 ist das Ziel. Die führenden Köpfe in Brüssel sehen den Report der EEA, also ihrer eigenen Institution, als Aufruf zum Handeln. Auch deshalb stimmten am 18. April vergangenen Jahres 487 Abgeordnete für die sogenannte CBAM-Verordnung. CBAM steht für Carbon Border Adjustment Mechanism und bedeutet übersetzt CO2-Grenzausgleichssystem. Es handelt sich hierbei wieder um eine neue Verordnung, eine weitere bürokratische Hürde, die einen schönen Namen trägt und weder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch in den etablierten Medien kritisiert wurde, gar Beachtung fand. Schleichend wird mit ihr die regulatorische Schlinge um den Hals der deutschen Industrie immer weitergezogen. CBAM hat es in sich. Europäische Unternehmen sollen ab 2026 Klimazölle entrichten, wenn sie bestimmte Rohstoffe aus einem Drittland, nicht EU-Land, importieren. Betroffen sind zunächst nur Kernrohstoffe für die Industrie, bei deren Herstellung viel Kohlendioxid in die Luft gelangt, wie etwa bei Eisen, Stahl, Aluminium, Strom, Wasserstoff, Zement oder Dünger. Später soll die Liste ausgeweitet werden und ganze Industrieprodukte betreffen. Geradezu lächerlich ist die Tatsache, dass die heimischen Unternehmen diesen Klimazoll entrichten müssen, anstatt die ausländischen. Zum Sonnensturm. Vielleicht hatten ja einige von euch das Glück, die Nordlichter zu sehen. Ich war vorgestern draußen, habe leider überhaupt nichts gesehen, aber es gab Berichte von einigen Leuten auch aus meiner Gegend hier. Es muss wohl phänomenal gewesen sein. Was könnte drohen, wenn das mal nochmal und noch stärker auftritt? Dieser Artikel hier ist schon von 2011. Der heftigste dokumentierte Sonnensturm ereignete sich 1859 während eines Maximums der Sonnenaktivität, dessen Intensität nach Angaben der NASA ungefähr dem entsprach, in das wir gerade eintreten, also wie gesagt über 10 Jahre alt. Der damalige Sturm wird heute nach dem britischen Astronomen Carrington als Carrington-Ereignis bezeichnet. Carrington beobachtete die gigantische Eruption und war der Erste, der einen Zusammenhang zwischen der Sonnenaktivität und den geomagnetischen Störungen auf der Erde erkannte. Die geomagnetischen Störungen waren so stark, dass Telegrafenämter von Funkenschlag aus ihren Geräten berichteten, der teilweise sogar das Papier in Brand setzte, erinnert sich Ed Cliver, Weltraumphysiker am US Air Force Research Laboratory in Bedford, Massachusetts. 1859 wurden solche Ereignisse als Kuriositäten berichtet. Träte ein ähnliches Ereignis heute auf, würde jedoch möglicherweise die gesamte Hightech-Infrastruktur der Welt zusammenbrechen. Heute stehen die hochgezüchteten technischen Infrastrukturen auf dem Spiel, die inzwischen nahezu alle Bereiche unseres Lebens durchdringen, erklärte Tom Bogdan vom Space Weather Prediction Center.
Die größten Sorgen betreffen jedoch das Stromversorgungsnetz der Spannungsspitzen, die von Sonnenpartikeln induziert wurden, riesige Transformatoren zerstören könnten. Derartige Transformatoren zu ersetzen, könnte sehr lange dauern, insbesondere wenn hunderte dieser Anlagen gleichzeitig zerstört wird, meinte Baker, der auch Co-Autor eines Berichts des Nationalen Forschungsrates der USA zu den Gefahren von Sonnenstürmen ist. Deswegen zur Vorsorge sollte auch gehören, dass ihr mal durchdenkt, was passieren würde, wenn der Strom mal wirklich längere Zeit weg ist. Und nun zu einer ganz großen Sauerei, wer Kinder hat oder selber, Homöopathie, ich habe es gesehen, angewendet, funktioniert. Das ist Fakt. Deswegen will man sie wohl weghaben. Der Deutsche Ärztetag als Versammlung aller Ärzte hat am 10. Mai in Mainz einen weitreichenden Antrag gegen die Homöopathie beschlossen. Unter Federführung der Anti-Homöopathie-Lobby INH und eines Vorstandes der Bundesärztekammer. Ärzten soll künftig die Ausübung der Homöopathie verboten werden, ebenso die Abrechnung über die gesetzliche und private Krankenversicherung. Damit haben die Ärztetag-Delegierten einem Antrag zugestimmt, der in der Umsetzung ein Totalverbot der Homöopathie in Deutschland zur Folge hätte. Unmittelbar betroffen wären die rund 6000 Ärzte für Homöopathie, die ihren Beruf nicht mehr ausüben dürften. Sie würden mit einem Berufsverbot belegt. In Mitleidenschaft gezogen wären aber auch Millionen von Patienten und Homöopathie-Anwendern, die keine ärztliche homöopathische Leistung mehr in Anspruch nehmen könnten. So, dieser Artikel war möglicherweise ein bisschen, naja, sagen wir mal, übertrieben formuliert, also habe ich mal im Mainstream nachgesehen. Ärzteblatt schreibt Folgendes: Homöopathie sollte weder als Kassenleistung zur Abrechnung kommen können, noch als Entität mit Sonderstatus in der Gebührenordnung der Ärzte Erwähnung finden. Zu entsprechenden Maßnahmen forderte heute der 128. Deutsche Ärztetag den Gesetzgeber auf. Die Anwendung von Homöopathie in Diagnostik und Therapie stelle, Anführungszeichen, in der Regel keine mit rationaler Medizin, dem Gebot der bestmöglichen Behandlung sowie einem angemessenen Verständnis medizinischer Verantwortung und ärztlicher Ethik vereinbare Option dar, wird in dem Beschluss betont. Daher solle auch die rechtliche Bewertung von Homöopathika als Arzneimittel einhergehend mit einer Apothekenpflicht beendet werden, so der Ärztetag. Eine Revision der Arzneimitteleigenschaft von Homöopathika und der Binnenkonsensregelung im Arzneimittelgesetz sei ebenfalls erforderlich. Klaus Thierse von der Ärztekammer Berlin stellte hierzu klar, dass man mit dem Beschluss kein Berufsverbot initiiere. Also hier ist angeblich kein Berufsverbot damit verbunden, aber ich fand es schon bemerkenswert, dass diese Ärzte hier von Ethik sprechen, aber kein Problem hatten, vor 2, 3 Jahren etwas mit aller Macht hereinzuprügeln, wovon man nicht wusste, welche Ergebnisse es bringen würde. Noch eine weitere Mainstream-Quelle. Aus der Ärztezeitung: Der Deutsche Ärztetag will, dass die Homöopathie aus der GÖE gestrichen wird. Die Entscheidung fiel am Freitagnachmittag in Mainz nach längerer Debatte und so weiter. Er habe selbst nie Homöopathie angewendet, aber sie wirke offenbar auf irgendeine Weise. Und wenn Ärztinnen und Ärzte nur das anwenden würden, was eindeutig evidenzbasiert wäre, dann gäbe es nur wenige richtige Ärzte, widersprach Dr. Thomas Lipp aus Sachsen-Anhalt. Er fürchtete ein Berufsverbot für homöopathisch tätige Ärzte, wenn dem Appell an den Verordnungsgeber Folge geleistet würde. Zum Schluss warnte Dr. Jürgen de la Porte aus Baden-Württemberg vor Versorgungsproblemen als Konsequenz des Beschlusses gegen die Homöopathie in der GOE. Demütig appellierte er an die Delegierten, den Antrag abzulehnen. Vergeblich. Also es hängt jetzt am Gesetzgeber und damit zum Silber und einer interessanten Silberaktie. Ich will aber anfangen und euch etwas aus dem Goldreport von Hannes Huster vorlesen. Er hat ja dort immer so eine Aufschlüsselung über die Commercials, die Profihändler und die kleinen Trader. Und besonders auf die Commercials richtet sich ja immer eine Menge Augenmerk, weil die ja quasi immer die Gegenposition einnehmen und in eine Richtung wetten, wo es dann bald hingeht. Aber das scheint so nicht mehr zu klappen. Also, Huster schreibt hier: Die Commercials haben die Short-Positionen, das ist bei Gold, von 354.000 auf 352.000 Kontrakte abgebaut. Die Netto-Short-Position ist somit von 227.498 auf 227.266 Kontrakte minimal gefallen
Und normalerweise haben wir immer beobachtet, wenn Gold und Silber hochgingen, dass diese Short-Positionen deutlich gewachsen sind, um dann, wenn es abstürzte, eingedeckt zu werden. Ist aber bisher nicht passiert. Beim Silber sind die Netto-Short-Positionen von minus 75.196 auf minus 74.415 leicht gesunken. Also Silber steigt und die Shorts werden abgebaut. Damit zu einer Silbergranate. Viele kennen sie vielleicht, die Granate aus Mexiko, und zwar Fresnillo. Fresnillo veröffentlicht leider nur Finanzzahlen jedes halbe Jahr. Das ist der Jahresbericht von 23. Schaut mal hier, 56,3 Millionen Unzen Silber haben sie produziert, 610.000 Unzen Gold. Hier ist der Umsatz, 2,7 Milliarden Dollar Umsatz. Das sind die Kosten, Bruttogewinn 503 Millionen, EBITDA 655 Millionen. Teilweise haben wir hier Rückgänge zu verzeichnen. Ihr werdet sehen, bei der Produktion ging es auch etwas runter. Hier mal ein Blick auf die Silberressourcen, 2,2 Milliarden Unzen. Goldressourcen, 37,9 Millionen Unzen. Werfen wir nochmal einen Blick in die G&V. Hier 2,9 Milliarden Dollar Umsatz, Bruttogewinn 503 Millionen, EBITDA, das hatten wir gerade schon, Gewinnerperiode 288 Millionen. Ihr seht, diese Zahlen sind auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so überragend, zumal die Kosten ja sehr hoch sind. Also der Bruttogewinn ist relativ niedrig, aber auf der anderen Seite werft mal einen Blick auf diesen Chart, wo Fresnillo schon war, und zwar bei fast 25 oder über 25 Euro umgerechnet. Jetzt gerade haben sie sich etwas erholt vom Tief und sind hier so ein bisschen angestiegen. Und das bei Aussichten des Silbers, die ich für phänomenal gut halte. Sicherlich hat Mexiko auch ein paar Probleme. Aber mit dieser wahnsinnigen Produktion von über 50 Millionen Unzen, Fresnillo dürfte der größte Produzent sein der Welt und immerhin über 600.000 Unzen Gold, das ist ja auch gewaltig. Der Hebel hier, wenn alleine Silber um 15 Dollar hochgeht, da wisst ihr oder könnt euch vielleicht denken, was das in der G&V ausmachen wird. Und der Börsenwert von Fresnillo ist gerade mal 5 Milliarden Euro. Das ist vollkommen lachhaft, allein nur verglichen mit den ganzen gehypten Technologiebuden. Also ich halte Fresnillo für sehr aussichtsreich. Noch kurz zur Ukraine, ein Blick zu Warnus. Das sind hier so die aktuellen Überschriften, also Charkiw im Norden der Ukraine. Da dringen die Russen vor. Das hier hat etwas für, naja, Aufsehen gesorgt, dass Putin Shoigu ersetzt hat, also den Verteidigungsminister, aber im Allgemeinen geht es wohl so weiter wie in den letzten Monaten, also die Landgewinne der russischen Armee nehmen weiter zu. Das waren die Top News am Montag. Genießt eine sonnige Woche. Wir sehen uns und hören uns mindestens noch einmal wieder diese Woche. Bis dann. Tschüss.